Hallöchen, heute geht es um deine Schöpferkraft und ich lasse jetzt einfach mal das fließen, was durch mich zu dir gesprochen werden will. Um dich mit deiner Schöpferkraft zu verbinden, ist es wichtig, dass du erstmal verstehst, dass du absolut vollkommen bist, genauso wie du jetzt bist. Dass alles, was du brauchst, bereits in dir vorhanden ist. Und dass es einfach nur darum geht, das, was schon in dir angelegt wurde, wieder zu aktivieren und das freizusetzen. Also genauso wie ein Baby, was gerade geboren wurde, weiß, dass es zur Mutterbrust robben muss, um eben dort die Nahrung zu finden. Genauso weiß dein Inneres absolut, wie du deine Schöpferkraft aktivierst, wie du das lebst, wozu du hierher gekommen bist. Und dazu ist es wichtig, dass du dich erstmal von diesen ganzen Glaubenssätzen, Beeinflussungen, Konditionierung, falschen Informationen, Sorgen, Ängsten, also dem ganzen Müll, den wir leider alle aufgenommen haben in dieser Gesellschaft durch dieses System, was ja auch bewusst so geschaffen wurde, um uns eben negativ zu programmieren. Also das dürfen wir alles mal loslassen und uns dem zuwenden, was wirklich einfach in uns schon immer lebendig war und was nur darauf wartet, von dir wieder erweckt zu werden. Und deswegen, wenn du dich damit verbindest, dann erkennst du, dass es immer mehr darum geht, einfach zu sein, da zu sein und diesen inneren Impulsen zu folgen, die dir ja permanent gegeben werden. Also deine Seele spricht ja über deine innere Stimme ständig mit dir und sie gibt dir die Impulse, weil deine Seele kennt deinen Lebensplan, sie kennt dein Lebensziel, deinen Auftrag. Und ihr einziges Bestreben ist, dich genau auf diese Spur zu führen, sodass du das lebst, was du dir vorgenommen hast vor deiner Inkarnation.